Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Exciting Expert Session Serie. Mein Name ist Jennifer Schmieder und heute möchte ich Ihnen gerne das App Support Tool vorstellen. Sie kennen alle das Problem, wenn Sie das Fiori Launchpad ausgerollt haben, dass es immer wieder Probleme verursachen kann und Sie nicht direkt wissen, woran es liegt. Oftmals bekommt man dann einen Screenshot von der Fehlermeldung. Aber man würde sich zum Beispiel so eine SU53 wünschen, die man eben vom klassischen SAP-GUI her kennt. Seit Anfang des Jahres gibt es so eine, in Anführungszeichen, SU53 für das Fiori Launchpad. Sprich, Sie haben nun die Möglichkeit, dieses App-Support-Tool direkt im Fiori Launchpad für Ihre Endanwender freizuschalten. Und im Fehlerfall sind dann die Endanwender in der Lage, ein Log-File zu generieren, was Sie Ihnen dann direkt ins Ticket hängen können, damit Sie schon wissen, worum es geht, was für eine Fehlerquelle entstanden ist, und Sie haben es dann einfach einfacher beim Troubleshooting und am Ende auch bei der Findung der Lösung. Dieses App Support Tool ist ein Plugin, welches Sie bereitstellen müssen. Dieses Plugin müssen Sie zum einen einrichten, also es hat einen OData-Service, den Sie aktivieren müssen. Es muss in der SICF-Transaktion aktiviert werden. Und wenn Sie das Grund-Customizing erledigt haben, dann müssen Sie dieses Plugin dem Fiori-Katalog für Ihre Endanwender hinzufügen. Dieses Plugin finden Sie im Content Manager über die Suchhilfe. Sie können hier ja nach Kacheln suchen. Wenn Sie App Support eintragen und die Suche starten, finden Sie ein Target Mapping mit dem semantischen Objekt Shell Action Plugin. Und dieses Target Mapping müssen Sie eben einem Fiori-Katalog hinzufügen. Wir haben eine generelle Grundrolle, die jeder SAP-Benutzer im System zugewiesen bekommt, unabhängig von seiner Funktion. Und in diese Rolle haben wir es hinzugefügt. Dieser Katalog beinhaltet jetzt eben dieses App Support Tool, und wenn jetzt ein Endanwender sein Launchpad startet, darin arbeitet, beispielsweise sich um die Bankenpflege kümmert, ja, und legt jetzt hier eine Bank beispielsweise an, ja, gibt hier irgendwas an, suchen wir mal nach einem Land. Andorra, Bankenkey machen wir irgendwie 000 und sagen Demo Bank speichern. Das hat noch funktioniert. Wir kommen zurück in die Details und können hier jetzt zum Beispiel auch Hausbanken hinzufügen. Ja, können hier sagen, okay, ich füge noch eine Hausbank hinzu. Für welchen Company Code? Nehmen wir es doch für die SAP. Die Hausbank Demo und sagen speichern. So, jetzt bekommen wir als Endanwender eine Fehlermeldung angezeigt. Error when creating house bank. Man kann hier unten noch draufklicken und sieht dann schon, okay, muss irgendwie mit Berechtigung zusammenhängen. Ich darf für die SAP AG keine Hausbank anlegen. Und das war jetzt früher so das Maximale, was ein Endanwender Ihnen direkt zur Verfügung stellen kann. Zukünftig ist es so, wenn Sie dieses Plugin konfiguriert und auch den Endanwendern in Form eines Fiori-Katalogs dann zur Verfügung gestellt haben, können diese innerhalb der App, wo der Fehler entsteht, auf den Mi-Bereich zurückgehen und dann App Support aufrufen. Und dann wird eben direkt eine Log-Datei generiert. Diese kann man dann herunterladen, speichern, und wenn man jetzt eben diese Log-Datei öffnet in Form eines Excel-Files, dann beinhaltet diese Datei verschiedene Fehlerquellen, ja, und man würde jetzt hier sehen, dass auf dem Frontend-Server gab es ein Problem beim Anlegen der Hausbank. Hier gab es einen Authority-Check und der ist fehlgeschlagen auf dieses Objekt vom Buchungskreis 001. Und
Diese App Support Tool, ja, macht es eben möglich, dass Sie zukünftig keinen SU53-Screenshot bekommen, den Sie so aus der klassischen SAP-Welt kennen, aber eben ein Excel-File, was halt schon mal grundlegend die Fehlerquellen beinhaltet, woran es liegen könnte. Und Sie haben so die Möglichkeit, schon mal gewisse Voranalysen zu fahren. Das heißt, Sie müssen dieses App-Support-Tool zur Verfügung stellen, kurz Ihre Endanwender darin schulen und eben zukünftig sollen dann die Endanwender, wenn sie ein Ticket aufmachen, doch bitte direkt das Excel-File anhängen. Dann haben sie es einfacher bei der Fehleranalyse. Ja, das war es heute schon. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit weiterhelfen und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit.